Hey und willkommen auf meinem Kanal Marcel darf es. Servus mal. Und wie kann es anders sein? Ich habe mal wieder in meinen E-Mail-Ordner geschaut und was war da? Eine E-Mail von MeTool. Die haben mich mal wieder gefragt, ob ich mal wieder ihren Movie Maker vorstellen möchte, weil ich das schon mal gemacht habe. Weil die jetzt bei der Version 6.1 sind und ein paar Neuerungen drin haben. Ich habe gedacht, so ja, das hat letztens gut geklappt, also warum nicht? Ich würde sagen, fangen wir wirklich an. Wie der Name schon lautet, kann man Movie Maker Filme oder Movies erstellen. Dazu fügt man die Bilder in den Movie Maker oder die Videos mal rein, was ich vor bei der Begrüßung im Hintergrund gezeigt habe, und sieht sie von dort an, von da oben, von dem, wo die Bilder gelistet sind, unten in das Schneidefenster. Dort kann man sie dann anordnen, wie man halt möchte, oder die Zeit vom Bild, wie lange halt das Bild im Bild sein soll, verringern oder vergrößern, wie man halt möchte. Der Movie Maker hat auch Effekte oder auch Übergänge, wo zum Beispiel von einem Bild oder Video einen Übergang auf ein anderes Bild oder Video machen kannst, die was gut ausschauen, von einem guten Bild oder Videoübergang nehmen kannst. Und da ist sicher für jeden was dabei. So, kommen wir mal wieder zu den Effekten zurück. Da gibt es viele verschiedene, zum Beispiel so Instagram-Filter oder andere Filter, wo du mit den Farben, mit der Optik rumspielen kannst von deinen Bildern oder Videos. Was sicher für viele Leute ganz gut geeignet ist, die sich ein bisschen mit Photoshop und sowas auskennen wollen oder mit der Bearbeitung und solche Sachen. Also gibt es sowas wie The Walking Dead, Star Wars und so Filtern. Das wird auch, glaube ich, sehr gut Leuten, die aus Cosplay machen, gefallen könnten, wirklich. Dazu hat Movie Maker noch Musik und so, die was du aus der Mediathek runterziehen und runterladen kannst für deine Videos. Wo es viele gute Musikstücke gibt, die was, glaube ich, für jeden was sein könnten, für jede Videoart gibt es was. Zeige ich jetzt noch kurz die Musik mit dem Video im Hintergrund, was gerade bearbeitet worden ist von mir. Viel Spaß damit! Und es gibt noch viele andere Melodien oder Songs in der Bibliothek vom Mini-Tool Movie Maker. Wie auch schon im Hintergrund sieht, gibt es auch Schriftarten beim Mini-Tool Movie Maker, ja? Gibt welche normalen nur mit Schrift, welche mit Hintergrund, wo du noch den Hintergrund dazu machen kannst, woran besser gesagt dabei ist, das zu machen, der ist direkt dabei. Und ich habe mich auch entschieden, dass man jetzt da eine reinmacht. Dann schreibt man Marcel darf es Best of oder Best of Marcel darf es rein. Für die ganz Guten von euch gibt es ja noch bei Minitool eine Funktion, da wo ihr Bilder in eine Richtung bewegen könnt. Die Bilder bleiben zwar in der gleichen Form und bleiben genau gleich, nur so Kameraschwenker, wenn ihr das so nennen wollt, ist die gängige Auskunft im Deutschsprachigen. Da wirst du halt, kannst du halt eine Kamera von rechts nach links rüber schwenken. Sprich bei Filmen, so diese Strandpassagen, wo es dann nach rechts und nach links geht, genau das ist sowas. So wie ihr da auch gerade gesehen habt, gibt es noch Elemente, wo du zum Beispiel einen Nebeleffekt machen kannst über dein Video. Was auch relativ cool für Horrorfilme, glaube ich, sein könnte. Ich sollte mal einen Horrorfilm machen. Wäre doch eine coole Idee. Ein selbstgemachter Horrorfilm. Könnt ihr mal drüber nachdenken, wäre eine coole Idee. Aber dann gibt es noch für unsere deutschen Freunde das Klischee Bierglas. Das darf natürlich nirgendwo fehlen, das Klischee Bierglas. Ich zeige euch jetzt auch nochmal, wie das beim Videoschnitt macht, also die Videos beschneidet, wie ihr die Videos schneidet natürlich. Das genau, das habe ich gemeint, beschneiden, alles klar. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt drüber zur Videobearbeitung. Bis gleich. Wie bei den Bildern auch, müsst ihr die Videos mal in den Movie Maker reinziehen, weil dann könnt ihr sie von der oberen Liste, wo ihr sie alle aufgelistet habt, in das Schneidefenster reinziehen. Da könnt ihr euch jetzt einzelne Stellen im Video raussuchen, wo ihr die Videos cuttet und auch einen Übergang reinmachen könnte. Vielleicht, wenn da jetzt gerade nichts passiert, könnt ihr dann einen Cut reinmachen, dann die Sache wieder halt reinfügen, dass sich das verbindet mit dem Übergang, was ich vorher auch gezeigt habe, damit die Spannung fürs Video bleibt, weil Spannung ist eines der wichtigsten Sachen bei Videos. Und auch auf andere Spiele, wenn ihr jetzt ein Best-of macht, von dem Spiel auf den Spiel wechseln und solche Sachen. Das kann man mit dem richtig gut. So Leute, jetzt kommen wir langsam zum Ende. Jetzt möchte ich mich noch beim Minitool Movie Maker bedanken, damit sie mir die Chance geben, jetzt schon eigentlich zum zweiten Mal mir die Chance geben, dass ich für sie ein Video machen darf auf meinem Kanal, weil ich habe keine Kosten dafür, ich darf es auf meinem Kanal hochladen. Das ist nicht selbstverständlich, dass Firmen auf mich zugehen und das machen. Das ist für mich nicht selbstverständlich, bin ich der Meinung. Deswegen wollte ich mich auch mal wirklich beim Minitool Movie Maker bedanken dafür und ich hoffe auf eine weitere Zusammenarbeit. Link zum Programm findet ihr unten in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr gern über den Link schauen und schaut euch Movie Maker mal selber an. Gibt sicher einige Sachen, die euch sicher gefallen werden und ich freue mich. Bis dann, bis bald. Ciao, ciao, Leute.